Hast du Möhre? Da hast du dein Gellerieb. Sarah, sind Gellerriebe nicht orange? Ja, das da, das ist ja kein richtiger Gellerieb, so wie ich es aus dem Geschäft kenne. Das ist eine wilde Möhre. Und wilde Möhre sind die Vorfahren unserer Gellerriebe, die es in der Regale gibt von den Supermärkten. So sehen die Blüte aus. Diese gefiederten Teile, das sind die Blätter. Und ganz da unten, die Wurzel, das ist die Gellerieb. Die ganzen Teile, die wir da gesehen haben von der Pflanze, die sind alle essbar. Das heißt, unser Vorfahrer hat irgendwann die schlaue Idee gehabt, mit noch einer anderen Gerotteart unser Gellerieb daraus zu züchten. Aber ach, das Ding, wo unter dem Wegesrand immer steht oder auf dem Ackerwiese, die kann man essen. Das heißt, die Blätter, du kann man Salat draus machen, aus der Blüte, du kann man als Dekoration benutzen, die kann man auch mitessen. Und natürlich die Wurzel, die ist essbar, wie ein normaler Gellerieb. Marco, du riechst mal an meine Finger schon. Ach, rieche die geil noch Gellerieb. Dabei manche Gellerieb nicht einmal. Nein, das meine ich auch nicht. Viel zu gesund für mich.